Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, ich habe einfach mal die Zeit ein bisschen vorgespult, damit wir hier Licht haben. So, zack, Fackel aus, schwerer Schild. So. Mit dem Bogen noch in der Hand. Nee. Tja, wild. Der will direkt Rehfleisch haben. Aber wenn man es braucht, findet man keine. Kaninchen. Da ist irgendwas. Was könnte das sein? Ist kein Reh, oder? Ne, es sind nur Baumstümpfe, die komisch schimmern und blöd liegen. Verdammt. Hier ist Fleisch. Was ist denn daran falsch? Gut, gilt nicht, alles klar. Na, was läuft denn da so rum? Das ist Kuman. Yes.
Fos időjárás, fos sátrak, fos tábor, szar csej az egész. Beszar. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál anyád szoknyája alól? Jól van! Győztél! Feladom! Más egyszer gipszol is? Für dich gibt's keine Gnade, du Bastard! Du wirst für Scarlett's büßen! A kurság vigyen el! Brötchen, Groschen nehmen wir auf jeden Fall mit, weil alles andere muss nicht unbedingt sein. Groschen. Obwohl wir auch immer noch die Sachen wegschmeißen können. Feuer entfachen. Ah, cool. So, das Lager war ja recht einfach eigentlich. Ich will die Waffe, die da liegt. So, und jetzt gucken wir mal, ob irgendwas davon besser ist. Nope. Was hat eigentlich unser Schild? Verteidigung 133. Lohnt sich nicht, da irgendwas umzutauschen. Kumanischer Bogen ist besser. Okay. Die sind sauber, deswegen nehmen wir die. Wo sind die, die ich anhabe? Die sind doch besser. Ist auch besser. Warum wird mir das nicht angezeigt?
Achso. Ich glaube, dass ich da vorhin eine Reh gesehen habe. Mann, jetzt mach doch mal. Oh, Treffer. Das gilt aber auch nicht, ne? Andererseits will er Reh haben, nicht Hirsch. So viele Pflanzen, die aussehen, als wenn man sie pflücken kann, aber geht nicht. Hier ist auch ein Lager. Interessanter Ort, ja. Haben diese interessanten Orte eigentlich sonst noch eine Bedeutung, außer mir das anzugucken? Ich bringe ihm das jetzt einfach mal. Ich meine, die Quest bringe ihm die.
Beste Grüße. Hübo. Ich möchte besser mit der Axt umgehen. Selbstverständlich. Ich hab nur noch nicht mit der Axt. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, pass gut auf. Okay, Axt. Ich hab doch noch nie mit der Axt gekämpft. So, der will also wirklich Rehfleisch haben. Das ist, Du mir Ärger einbrocken? Dreh mir keinen gestohlenen Krempel an. Alles klar. Da ist ja unsere Beute. Na komm. Das Problem ist, ich drücke schon auf den Knopf, aber es dauert immer, bis er den Pfeil spannt. Die Sehne spannt, besser gesagt. Tja, ich glaube, die Quest ist verpackt. Ist doch ein Reh, oder? Alles klar. NPC, alles klar. Irgendwie läuft das nicht.
Ach, ist doch ein Hirsch, ja? Das ist doch ein Reh. Ich bin ein bisschen überfordert gerade, ehrlich gesagt. Das sind da auch wieder nur Rehe, ne? Weiß ich nicht, Spiel sagt, es sind Hirsche. Wow, ernsthaft? Schon so lange das Vieh noch hier ist. So bewegt sich kein Reh. Alter, bin ich verarscht. Weil der Hirsch und auch Hirsch, verstehe ich nicht. Karte. Hirsche. Ich glaube, es gibt gar keine Rehe, es gibt nur Hirsche. Naja, die Quest ist ein bisschen nervig gerade. Dann lassen wir das erstmal. Na, also doch das. Dann machen wir diese Quest halt. Dann können wir sie unterwandern. Das finde ich auf jeden Fall ist eine schlaue Sache. Oh, ich liebe diese Wälder, ey. Ist so schön. Warte, Kompost. Ist jetzt nicht so wichtig. Das ist ein Versteck. Hallo. Tja, ein Waldspaziergang. Boah, wo kommst du denn?
kommt uns besuchen. Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Jetzt pass gut auf. Ist das nicht etwas eigenartig, wenn man zu einer Frau geht und sagt, ich möchte das Reiten verbessern? Naja, da bin ich schon. Ich würde gerne ein besserer Reiter werden. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Klar. Jetzt pass gut auf. Hier tut keiner einem Gefallen. Hier geht's nur ums Geld. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was auch immer das edle Zaumzeug macht. Ich würde gerne ein besserer... Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfahren. Einverstanden. Hör gut. Jetzt pass gut. Ich würde gerne ein... Ich möchte ein Meister werden. Einverstanden. Hör gut zu. Jetzt pass gut auf. Tja. Meister. Und wenn ich jetzt nochmal zu ihr gehe? Ah, okay. Brauchst du bei irgendwas eine helfende Hand? Allerdings. Nach allem, was passiert ist, weiß ich kaum, wo mir der Kopf steht. Ich muss aufräumen, neue Stallburschen einstellen. Nur wofür, frage ich mich. Es ist hoffnungslos. Niemand wird mehr von mir kaufen. Unser bester Kunde war Herr Divisch von Tallenberg. Er hat gut für unsere Pferde gezahlt. Pass etwas besser auf. Aber nun, da mein Mann ermordet wurde, kauft der hochverehrte Herr nicht mehr. Obwohl wir immer noch ausgezeichnete Pferde haben. Warum kauft er da nicht mehr? Ich weiß nicht. Aber vielleicht findest du es heraus. Nimm unseren Apfelschimmel und führe ihn Herrn Divisch vor. Er ist ein stattlicher Hengst. Etwas wild, aber schnell wie der Wind. Gut, ich frage Herrn Divisch. Vielleicht erfahre ich, warum er nichts mehr kauft. Das wäre furchtbar lieb von dir, Junge. Bitte entsende meine besten Grüße. Gott behüte dich. Tja, diese Schwarzbildschirme sind auf jeden Fall länger geworden, nach den ganzen Updates, die rauskamen. Was ist denn? Oma. Wer bist du? Jakob. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Du hast den Humpen von Andreas dem Wirt gewonnen? Oh ja, das Glück war mir hold. Warum fragst du? Dieser Humpen hat mir immer gefallen. Wie wäre es, wenn du dein Glück auf die Probe stellst und ihn gegen mein Silber setzt? Woran hast du gedacht? Es heißt, du wärst der beste Bogenschütze der Gegend. Lust, diese Behauptung unter Beweis zu stellen? Vielleicht nicht der Beste, aber dich schlag ich allemal. Na schön, ich setz den Humpen und du dein Silber. Abgemacht? Gut, abgemacht. Dann komm mit.
schaffst die... Jesus, ich schlafe dich im Schlaf. Ha, läuft nicht so gut, was? Ne, irgendwie nicht. Was ist so besonders an dem Humpen? Warum fragst du? Ich trinke gern daraus. Wie wär's, wenn wir um den Humpen schießen? Ist gut. Na schön, ich setz den Humpen und du da. Gut, abgemacht. Dann komm mit. Daneben. Jesus, dich schlag ich im Schlaf. Guter Schuss, aber schau her. Wow. Meine Schwester schießt besser wie du. Ha, läuft nicht so gut, was? Meine Schwester schießt besser wie du. Weit daneben. Das ist wirklich gut. Jesus, ich schlag dich im Schlaf. Guter Schuss, aber schau her. Ha, her mit den Münzen, Grünschnabel. Und komm jederzeit wieder, wenn dein Beutel locker sitzt. Was ist so besonders an... Warum fragst du? Du solltest ihn zurückgeben. Ach ja, wieso? Weil der Wirt ihn gern wieder hätte. Und weil ich es dir sage. Große Sprüche. Aber wenn du ihn willst, musst du mehr drauf haben. Ist doch bloß ein Humpen, was soll's. Hab's mir doch gedacht. Was ist so... Achso, wenn ich ihn verprügel? Ah. Du solltest ihn zurück... Ach ja? Weil der Wirt ihn gern... Große... Schön, wie du willst. Dopsy-Diddy! Leck mich doch! Ich brauche ein neues Pferd. Was sollte in Alt besser sein?
Okay, ich glaube, wir nehmen den hier. Heinrich, schön, dass du da bist. Tulpa wird unser neues Pferd. Pferd. Willkommen, Heim. Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Wir haben das Geld bitter nötig. Hast du dich umgesehen? Ja, prächtige Pferde. Die besten. Hast du dich für eines entschieden? Stark und schnell. Ein gutes Pferd für die Jagd. Man könnte meinen, es wäre ein Raubtier. Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Ich nehme das da. So. Ah, ich merke schon, ich hätte mein Pferd die Sachen abnehmen müssen. Oder? Nee, das ist doch ja. Ah, nee, okay, alles klar. Aber eigentlich habe ich doch auch was dafür gekauft. Zustand, Gewicht, Preis. Aha, ich mache es gar nicht wirklich irgendwas. Sieht besser aus, aber. Naja, ist nicht so schlimm. Das kann dann auch weg. Okay, Pferd ist wieder voll. Ist aber nicht so schlimm. Oh, ich sehe gerade, ich sollte mal die Folge beenden. ja, da würde ich sagen, ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Oder vielleicht zum ersten Mal gefallen, wenn ihr neu hier seid. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.